Ich möchte euch jetzt Maya vorstellen. Maya hat ihren Namen in Afrika unten, wo sie auf die Welt gekommen ist, von der Mahuts bekommen. Normalerweise geben wir im Zolli, wenn bei uns ein Tier auf die Welt kommt, einen Namen, der zu dem Land passt, wo das Tier ursprünglich herkommt. Maya ist 1994 im Thuli-Reservat in Botswana auf die Welt gekommen. Wie sie damals dort zu viele Elefanten hatten, hat man für sie ein neues Plätzchen finden. Sie ist dann 1999 von Zoo-Mitarbeitern in Südafrika unten abgeholt worden und ist somit mit 5 Jahren in Zolli gekommen. Maya ist ein wunderschöner Elefant. Sie ist sehr hochbeinig und alle Proportionen stimmen gut. Am besten kann man sie an den fehlenden Stosszähnen erkennen. Maya ist ein starker Elefant. Sie hat eine gute Persönlichkeit, aber weil sie bei unserer Gruppe die rangniedrigste ist, kommt sie nicht so zur Geltung. Aber man merkt in außergewöhnlichen Situationen, wie viel Kraft sie überhaupt hat. Und manchmal macht sie dann eben mal etwas kaputt.